Ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf dem Vlogging-Kanal. Heute mit einem Video, was ich euch bestimmt schon vor 2 Monaten versprochen hatte und nie dazu gekommen bin, es abzudrehen. Deswegen hatte ich mir eigentlich schon, ja nicht vorgenommen, aber eigentlich hatte ich dieses Video schon beiseite getan, weil ich einfach auch der Meinung war, dass es vielleicht schon ein bisschen zu spät ist für die Wintertrends 2019, 2020, weil es ist ja schon mittlerweile Anfang Februar. Nichtsdestotrotz kam von euch, nämlich der Likip-Community, immer mal wieder der ein oder andere Anfrage über Snapchat und Instagram rein, wann dieses Video endlich kommt, weswegen ich mich nochmal dazu entschieden habe, meine Top 5 Wintertrends für 2019 oder eher 2020 euch zu präsentieren. Also es ist keine gesamte Übersicht der einzelnen Trends, wie wir es normalerweise auf dem Hauptkanal machen, sondern nur meine persönliche Top 5. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, dieses Video auf dem Vlogging-Kanal hochzuladen. Nichtsdestotrotz bin ich aber der Meinung, dass wir vielleicht nochmal die ein oder andere Woche schlechtes Wetter oder es ist mittlerweile immer noch schlechtes Wetter, aber so richtig kalte Tage bekommen, ja? Ich weiß zwar nicht, wie es bei euch ist, aber hier in Dortmund hat es bis jetzt noch kein einziges Mal geschneit, was eigentlich untypisch ist. Und deswegen, ich will nichts vorher prophezeien, aber ich glaube, Ende Februar, Anfang März, irgendwie da, wird es bestimmt nochmal richtig kalt. Deswegen bleibt auf jeden Fall gespannt, was meine Top 5 Wintertrends sind. Denn für diese kalten Tage sind diese Empfehlungen meinerseits natürlich optimal. Und falls ihr vielleicht Bock habt, dass dann für den Frühling wieder ein ausführliches Video auf dem Hauptkanal kommen soll, dann wisst ihr Bescheid. Gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass ihr das sehen wollt. Ich will vorschlagen, wir fangen jetzt an mit meinen Top 5 Wintertrends für 2019, 2020. Fühlt sich irgendwie ganz weird an, 2019 zu sagen, weil wir mittlerweile schon 2020 haben. Die Zeit rennt. Ein Trend, den wir schon aus den vergangenen Saisons kennen, ist definitiv Logomania. Also die Pieces, wo ganz fett hinten drauf oder auch vorne einfach der Markenname mit ein bisschen kreativem Logo-Design drauf geprintet ist. Wenn ihr mich persönlich fragt, finde ich dieses ganze Logo-Printing nicht mehr ganz so nice. Also es war so ein Boxenstopp, den konnte man machen, aber mittlerweile ist halt, ja, sind wir einfach weitergegangen, weitergesteppt. Auch wenn viele in Deutschland, zumindest kommt es mir so vor, immer noch auf diesem Film hängen geblieben sind. Was diesen Trend definitiv abgelöst hat und so ein bisschen frischen Wind da reinbringt, sind auf jeden Fall die Illustrated Knitwear. Also die ganzen Strickpullover, wo irgendwelche Graphics eingenäht wurden, eingestickt wurden, mit verarbeitet sind. Das ist definitiv für diesen Winter der Shit. Marken wie zum Beispiel Dior machen es vor, aber auch unbekanntere Marken wie zum Beispiel Casablanca haben eine richtig nice Auswahl. Und das Coole hierbei ist, dass das Ganze auch ziemlich bunt und ausgefallen ist. Wie gesagt, von den Graphics, aber auch von den Schnitten her. In letzter Zeit haben wir wirklich häufig diese ganzen Cropped-Sachen gesehen, wie zum Beispiel auch dieser Strickpullover hier von Raf Simons. Mittlerweile werden die Sachen aber auch wieder länger. Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass man da eine Variation hat. Je nach Körperbau kann man sich da vielleicht für eine Cropped-Variante entscheiden. Aber wenn man vielleicht auch ein bisschen größer ist, dann zieht man halt zum Beispiel einen längeren V-Neck an und man kann das Ganze dann zum Beispiel mit einem T-Shirt oder noch besser einem Hemd layern, sodass man einfach mehrere Schichten hat. Falls ihr da die ein oder andere Outfit-Inspiration braucht, dann checkt auf jeden Fall mein Instagram ab. Falls ihr mir da noch nicht folgt, dann solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Als nächstes der vielleicht größte Wintertrend von allen. Ich glaube, einen habe ich noch, der das Ganze toppt, aber monochrome Outfits. Leute, monochrome Outfits hat jeder von uns diese Saison schon gesehen, hat vermutlich auch jeder von uns schon ausprobiert und ich kann euch sagen, die Dinger sind zu wild. Rewrap, die sind nice. Man muss wirklich nicht jeden Trend mitmachen oder feiern, aber das ist wirklich eine Sache, die ich persönlich sehr, sehr ästhetisch finde. Wir haben es bei Louis Vuitton gesehen, bei den Kollektionen von Virgil Abloh, aber auch bei günstigeren Brands, wie zum Beispiel Cold Laundry fällt mir gerade ein, dass wirklich die einzelnen Outfits komplett in derselben Farbe gehalten werden. Gute Farben, die sich dafür eignen, sind zum Beispiel grau, aber auch beige. Erst gestern, meine Freunde, habe ich mir auf Asos eine Kombination aus einer Jacke und einer Hose gekauft, die wirklich komplett in derselben Farbe waren und wo ich mir vorstellen könnte,
dass das ein nices Outfit ergeben wird. Sobald das natürlich bei mir angekommen ist, wird dann nochmal ein Unboxing-Video hier auf diesem Kanal stattfinden. Im Übrigen werde ich euch wie immer, meine Freunde, auch versuchen, das eine oder andere Piece unten in die Beschreibung zu packen, falls ihr irgendwie sagt, hey, ich habe Bock auf den Trend und finde jetzt nicht die einzelnen Sachen, die ich dafür, ja, die ich für die Umsetzung brauche. I got you. Alle Links sind natürlich unten in der Beschreibung. Vielleicht nochmal den ein oder anderen Hinweis zu diesen Monochrome Outfits ist, dass man da auch sehr schön mit Layering arbeiten kann. Zum Beispiel eine Jacke, darunter ein T-Shirt und dann die passende Hose dazu. Und unterschätzt nicht die Kopfbedeckung. Ich persönlich finde es nicht so nice, wenn man so einen Monochrome Outfit permanent dieselbe Farbe hat. Also was ich damit meine ist, dass Hose, Jacke, T-Shirt zum Beispiel klar geht. Aber bei den Schuhen, jetzt kommt sogar, boah, die Sonne raus, blendet mich total. Ich hoffe, das stört jetzt nicht. Aber bei den Schuhen, was ich sagen wollte, ist, dass da schon so ein bisschen Variation drin sein sollte. Aber was man halt gut machen kann, ist zum Beispiel die Farbe von den Schuhen wieder in einer Beanie aufgreifen. Ist ein sehr, sehr kreativer Look und der auch wirklich so die Augen auf einen werfen, weil, seien wir ehrlich, so häufig habe ich das halt noch nicht auf den deutschen Straßen gesehen. Auf Instagram sieht man das wirklich, ja, sehr oft. Aber ich glaube so wirklich, dass das als alltagstauglich empfunden wird, ist es noch nicht so. Deswegen glaube ich auch, dass es ein Trend ist, der uns weiterhin auch 2020 begleiten wird. Ich habe letztens die Frage bekommen, was für mich ein Must-Have für Winter 2020 ist. Und da ist mir direkt nach kurzem Überlegen eine Sache eingefallen, die wirklich nicht in jedem Kleiderschrank sein muss, aber die man schon als das Must-Have für diese Saison bezeichnen könnte. Es ist eine Sache, die schon letzten Winter präsent war. Definitiv nicht jeder Trend ist immer neu, muss es auch nicht, denn es ist meistens so eine Entwicklung von es fängt langsam an, dann hat es irgendwann seinen Höhepunkt und dann nimmt es halt wieder so langsam ab. Und lange Schals, ich weiß es nicht, aber ist auch egal. Einen langen Schal würde ich persönlich als das Must-Have für, ja, 2020 bezeichnen. Wie ihr sehen könnt, das Ding ist Real Talk, größer als ich, kein Witz. Das Ding ist 2 Meter lang. Der jetzt hier ist von Akne. Ich glaube, die kosten so 200 Euro. Wirklich, ja, ein teurer Spaß. Aber das Coole hierbei ist, dass es gar nicht so teuer sein muss. Denn wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich hier auch eine Vintage-Variante. Hat natürlich kein Branding drauf, muss es aber auch gar nicht. Der dann ebenfalls ein Outfit nochmal so das gewisse Etwas geben kann. Hier ein bisschen farbenfroher, hier eher schlichter. Ist natürlich hier auch wieder Geschmackssache, aber die Dinger müssen halt wirklich sehr, sehr lang sein. Ich würde mal sagen, 1,80 ist so die Mindestgröße. Kann gerne sogar noch länger sein. Wir haben teilweise welche auf Runways gesehen, die wirklich am Boden angefangen haben, dann 2-3 Mal um den Hals und dann nochmal hinten auf dem Boden waren. Was ich euch vielleicht noch als letzten Tipp bezüglich Schals geben könnte, ist, dass ihr ja die nicht so auf Krampf anzieht. Also ich sehe immer mal wieder, dass Leute, die dann so um Hals tun und dann so ganz eng gebunden, keine Ahnung, wisst ihr, so durch die Gegend laufen. Ich weiß nicht, also ich finde, das ist so ein bisschen, nicht so mein Vibe. Ich finde es dann wirklich cooler, die vielleicht ein bisschen lässiger umzutun, aber da würde mich mal interessieren, ob ihr vielleicht sogar den einen oder anderen coolen Knoten kennt, den ihr empfehlen würdet. Ansonsten für mich einfach so einmal gescheit um Hals, dann sieht das Ganze auch einigermaßen cool aus. Mit einer coolen Jacke noch darüber oder einem Mantel kann das ein cooles Outfit ergeben. Ich glaube, der nächste Trend ist eine Sache, wo die wenigsten was mit anfangen können. Deswegen versuche ich mich jetzt hier kurz zu halten. Wir haben es aber bei Brands wie zum Beispiel Raf Simons gesehen, Vitmont immer mal wieder und auch Balenciaga, nämlich die Oversized-Silhouette bei Mänteln, aber auch Sakkos. Klar, was einem direkt ins Auge fällt, sind halt diese sehr, sehr breiten Schultern, was gerade bei größeren Leuten nice aussieht. Wenn man dann ein bisschen kleiner ist, sollte man schon darauf achten, dass die Schultern nicht zu breit sind, weil dann ja, sieht es halt ein bisschen komisch aus in der Relation zur Größe und vor allem darauf achten, dass vielleicht nicht das Sakko zu lang ist. Falls ihr diesen Trend mal für euch testen wollt, ob das überhaupt was für euch ist, so ein bisschen ja, rumexperimentieren wollt, dann empfehle ich euch als kleine Empfehlung meinerseits, dass ihr nicht direkt auf diese großen Geschütze geht, weil die Sachen von Raf Simons, die Sachen von Balenciaga sind halt wirklich schweineteuer, sondern guckt vielleicht einfach mal in dem einen oder anderen Second-Hand-Shop nach. Da gibt es nämlich auch immer mal wieder Blazer, Sakkos, die halt für euch dann ein bisschen oversized ausfallen. Bringt die dann am besten zum Schneider, der kürzt sie euch dann auf die perfekte Länge und dann habt ihr quasi so einen ähnlichen Look oder einen sehr ähnlichen Look, um einfach mal so ein,
Ja, einfach um mal zu gucken, ob das überhaupt was für euch ist. Und wenn ihr dann sagt, hey, ja, mir gefällt der Look, dann könnt ihr euch ja immer noch die teure Variante kaufen. Denn das Ding hier zum Beispiel hat 6,50 Euro gekostet. Ich glaube, der lag preislich in derselben Range. Und ich meine, selbst wenn ihr da 20 Euro für einen Schneider ausgibt, dann habt ihr für 25 Euro, ja, einfach mal was ein bisschen aus eurer Range und könnt gucken, ob das was für euch ist. Letzter Trend und vielleicht der größte von meinen Top 5 Wintertrends, den wir auch schon, ja, letzte Saison gesehen haben, aber auch diesen Winter, kommt man einfach nicht drum herum. Man sieht sie wirklich allgegenwärtig. Das ist jetzt nicht so eine spezielle Sache, wie zum Beispiel die Oversize-Mäntel oder Oversize-Sakkos, sondern das ist wirklich fast bei jedem angekommen. Und wovon rede ich, meine Freunde? Richtig, von den Daunenjacken. Die gibt es wirklich in unzählig vielen Varianten. Cool dabei ist auch hier wieder, dass man nicht viel Geld ausgeben muss für einen coolen Schnitt. Guckt euch einfach mal um und auch hier wieder gilt, experimentiert, Freunde. Das Ding zum Beispiel habe ich in der Mystery Box, in der Amazon Mystery Box bekommen. Ist eigentlich eine Frauenjacke, aber die ist halt wirklich crazy geschnitten und auch vom Material her ist die mal ein bisschen was anderes. War mit 60 bis 80 Euro wirklich nicht teuer und gerade bei so einer Jacke juckt es halt wirklich gar keinen. Dass jetzt eine Frauenjacke ist, eine Männerjacke, die sind eh alle gleich geschnitten oder sehen alle gleich aus, wisst ihr, wie ich meine? Die sind eigentlich unisex. Falls ihr dann vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, klar, da gibt es auch Sachen von Designer-Brands. Hier haben wir eine von Rick Owens, die ja in dem letzten, Fashion-Pack-Opening überhaupt nicht gut bei euch angekommen ist. Aber das meine ich halt damit. Vielleicht habt ihr Glück und es gefällt euch dann oder ja, vielleicht war es dann auch ein Schuss in den Ofen, aber solange ihr es nicht, wenn ihr halt nichts ausprobiert, dann werdet ihr das halt nie erfahren. Wer aber die sichere Schiene fahren möchte, dann empfehle ich euch die Daunenjacken von Schott. Die kosten 80 bis 120 Euro, sind von der Qualität her absolut in Ordnung, halten euch wirklich auch bei kälteren Tagen gut warm. Die gibt es halt wirklich in mehreren Farben. Ich habe die direkt zweimal, einmal wie gesehen in Schwarz und dann einmal noch in Khaki und ich bin mir sogar sicher, ja, dass da vielleicht davon noch die ein oder andere folgen wird, weil die halt wirklich meiner Meinung zumindest einen coolen Schnitt hat, nicht zu extravagant. Man kann sie sowohl ein bisschen auf Fashion angelehnt, mäßig anziehen, aber wer sie casual tragen will, auch das geht mit der Jacke. Jetzt, wo wir uns über meine Top-Wintertrends unterhalten haben, kommt die Sonne raus. Das trifft sich ja gut. Ich weiß, das Video ist verspätet angekommen, meine Freunde. Ich hoffe dennoch, dass ich den einen oder anderen ein bisschen helfen konnte. Und ich bin mir auch sicher, dass wir auch für 2020, 2021 den einen oder anderen Trend beibehalten werden. Weswegen ich eigentlich der Meinung bin, dass dieses Video eigentlich eine gute Anlaufstelle ist, falls irgendwer aktuelle Trends sucht. Wie gesagt, falls ich das für den Frühling dann ein bisschen frühzeitiger machen soll, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns am Donnerstag mit einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich will noch nicht spoilern, meine Freunde, aber vielleicht sehen wir da das ein oder andere ADR-Sample. Mal gucken, wie viel ich davon spoilern kann. So viel kann ich schon mal verraten, dass wir, diese Woche Samples erhalten. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns, wie bereits schon erwähnt, Donnerstag und Samstag mit einem neuen Video. Ich bin raus. Peace.